Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute werden wir mal was ja, ganz Spezielles auspacken. Und zwar eine portable Powerstation von Grundig. Oder wegen mir auch tragbare Powerstation oder mobiler Stromspeicher, wie dem auch sei. Ich denke, das könnte echt eine Alternative sein für Camper oder Gartenhausbesitzer, die ja keine Solaranlage sich aufs Dach zimmern wollen oder können. Oder für Leute, die sich vielleicht eine Solaranlage für so ein kleines Gartenhäuschen oder halt für so einen Camper planen, könnte dies auch eine gute Wahl sein. Und zwar ist das wie so eine Solarbatterie, wie man die halt wegen mir auch aus den Autos kennt, so eine Starterbatterie. Nur wird diese hier mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben und diese hier hat 300 Watt und 86.400 mAh. Das heißt ja 86 Ampere. Interessanterweise wird die bei Amazon mit 90 mAh angegeben. Ja gut, die haben wahrscheinlich aufgerundet, ist natürlich ein bisschen Käse. Auch steht da, haben wir 324 Wattstunden. Das heißt, wenn ihr ein Gerät betreibt, was nur 1 Watt verbraucht, könnt ihr ja 324 Stunden dieses Gerät betreiben. Aber ich würde sagen, wir packen jetzt hier das alles mal aus, gucken mal, wie groß das ist und gehen mal um das ganze Gerät drumherum. Also dann, auf geht's! Ich würde sagen, wir packen das ganze Gerät hier mal auf dem Fußboden aus. Hier, ne, sieht man die Alternative, ne? Einmal zum Zelten oder einfach so als Notstromaggregat für zu Hause, wenn mal der Strom ausfällt, so kann man wenigstens Geräte betreiben, die nicht mehr als wie 300 Watt die Stunde verbrauchen. Aber öffnen wir mal das ganze Teil. Wir einmal Schaumstoff, ein bisschen Lesestoff mit einer Supportkarte hier und einer Bedienungsanleitung oder Benutzeranleitung auf Deutsch und auf Englisch. So, dann haben wir hier eine Box mit dem Zubehör und in dieser Box befindet sich dann ein USB-C Ladekabel, ein Gurt und das Netzteil zum Laden der Power Station. Und das war es auch gewesen. Mehr ist hier nicht dabei. Und jetzt holen wir das Gerät an für sich hier mal raus. Und ist ziemlich kompakt, kleiner als wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das mal genauer an. So sieht die Front aus. Rechte Seite haben wir so einiges an Anschlüssen. Wir haben hier einmal den Powerknopf. Wir haben hier den USB-C-Port, einen USB-A Anschluss mit 5 Volt 2 Ampere. Der USB-C kann bis zu 60 Watt ausgeben. Wir haben eine Lampe, die auch ja, blinken kann. Dann haben wir hier noch die C-Ausgang mit 12 Volt 3 Ampere und darunter mit 12 Volt und 8 Ampere sowie ein Steckplatz für so einen Zigarettenanzünderstecker. Inwiefern man damit auch das Gerät laden kann, müssen wir noch herausfinden. Auf der linken Seite haben wir dann, ich sage jetzt mal, ganz normale Haushaltssteckdose und einen Eingang für Wechselstrom 17 Volt 5 Ampere zum Laden des Gerätes. Wie ihr hier seht oder auch nicht seht, je nachdem, wir haben hier einen Wechselstromrichter drin
der eine reine Sinuswelle erzeugt. Und damit kann man jetzt auch Laptops betreiben, also generell Geräte betreiben, die etwas empfindlicher sind. Okay, ich sehe schon, wir haben hier separate Knöpfe. Man kann also jeden Ein- und Ausgang separat ein- und ausschalten. So. So. Und ja, was ich noch erwähnen will, wir haben hier auch Lüftungsschlitze, damit ja dann der Wechselstromrichter oder generell das Gerät gekühlt wird, wenn die Last ein bisschen zu hoch wird. Sicherheitstechnisch ist hier alles mit an Bord, also Überladungsschutz und sowas. Sollte also so auch kein Problem sein. Schauen wir jetzt mal kurz auf die Anzeige. Wir aktivieren mal. Und wir haben hier den Ladestand des Akkus, der Batterie oder wegen mir des Gerätes hier. Und die Anzeige, mit wie viel Watt geladen wird und wie viel Watt gerade rausgeht. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, mit wie viel Watt das Gerät hier lädt. Mit dem dazugehörigen Netzteil. Steckt da rein. Er lädt. Wir drehen das Ganze. Und lädt so mit fast 80 Watt. Vielleicht geht es auch noch höher. Mal schauen. Laut Beschreibung soll, wenn die portable Station leer ist, ca. 5,5 Stunden brauchen, bis die ganze Station da wieder aufgeladen ist. Das Besondere bei dieser Station ist, dass man hier sowohl laden als auch Strom ziehen kann gleichzeitig. Bei einigen Geräten, die man so kaufen kann, geht das nämlich nicht. Entweder Geräte mit Stromversorgung oder laden. Da muss man sich entscheiden. Aber hier bei diesem Grundig-Teil sollte das funktionieren. Wir probieren das gleich mal. Ich werde jetzt mal hier den Laptop anschließen. So, wir nehmen hier den USB-C-Anschluss, gehen auf das MacBook und schalten jetzt. Jetzt lädt er schon mit 80 Watt. Okay, wir schalten jetzt aber erstmal hier den USB-C-Port zu. Jo, haben einen Output von 2. Es kann euch auch sein, dass das MacBook schon geladen ist, deswegen starte ich das mal. Noch hat sich kein Lüfter zugeschalten, obwohl wir jetzt mittlerweile 39 Watt ziehen. Noch eine tolle Sache ist, dass man alle Ausgänge gleichzeitig benutzen kann, sofern man nicht natürlich die vorgegebene Wattzahl überschreitet. Und das ist auch so eine Geschichte, die mich dazu entschieden hat, dieses Teil hier zu holen. Und auch das probieren wir jetzt mal aus. Wir werden jetzt also die ganz normale Haushaltssteckdose benutzen. Und am besten nehme ich mal jetzt hier die Softbox. Stecken die jetzt mal hier rein. So. Und schalten jetzt hier ein. Okay, gibt ein Geräusch. Okay, ganz interessant. Was ihr jetzt hört, ist der Lüfter. Wir liegen jetzt bei knapp 70 Watt im Durchschnitt. Und da läuft der Lüfter und der ist schon ganz schön warm, man hört ihn. Aber es geht. Auch musste ich jetzt das Laden unterbrechen, das hat er auch nicht mehr gemacht. Mich würde jetzt natürlich noch interessieren, wann der Lüfter anspringt. Dazu verwende ich jetzt mein Ringlicht, da das dimmbar ist und man so den Stromfluss anzeigen kann. Wir starten mal. Okay, wir liegen jetzt bei 10 Watt, 11 Watt und ich erhöhe jetzt das Licht. Wir sind jetzt bei 24 Watt, noch ist er geräuschlos. Ich erhöhe mal ein bisschen. Sind jetzt bei 45 Watt und jetzt mache ich mal. Okay,
Bei 50 fängt er also an, den Kühler anzuschmeißen. Also alles, was drunter ist. Alles, was drunter ist, geht geräuschlos von sich, ohne Schicht. Ja, soweit jetzt zu unserem Auspacken und den ersten Test damit. Ich freue mich schon, das ganze Ding mal so richtig auszutesten. Mal einen Fernseher dran zu hängen, Akkus zu laden und so weiter und so fort. Und auch darüber mache ich dann noch ein Video. Und ich habe vor, diese Powerstation hier mit der Solaranlage zu verbinden. Aber dazu gibt es dann auch noch ein extra Video. Immerhin soll man das ja können, aber ich glaube, ich brauche dann erstmal einen Adapter für die Solaranlage. Angeblich bei einer 120 Watt Anlage sollte hier die Ladezeit sogar kürzer sein als wie über dem mitgelieferten Netzteil. Und ich glaube, da liegt das so bei 3 Stunden. Laut Hersteller soll man hier einen 23 Zoll Fernseher, der mit 60 Watt funktioniert, 5 Stunden betreiben können. Ein Tablet mit 15 Watt etwa 20 Mal laden. Ein Beatmungsgerät mit 40 Watt etwa 8 Stunden lang betreiben. Mini-Kühlschrank mit 60 Watt etwa 5 Stunden. Digitalkameras kann man 20 bis 30 Mal laden. Laptops mit 50 Watt ungefähr 6 Stunden. Irgendwelche Drohnen kann man 5 Mal laden. Ich weiß aber jetzt nicht, das kommt wahrscheinlich dann auch immer auf die Akku an, wie viel die ja, ziehen. Und bin schon echt mal gespannt. Hier steht noch Smartphone 20 bis 30 Mal. Ich werde das mal so richtig austesten. Ich werde auch mal meinen großen 65 Zoll Fernseher hier anschließen. Mal schauen, wie lange da die Kiste hier durchhält. Hier steht auch nochmal Batteriekapazität 311 Wattstunden. Also es widerspricht sich dem, was da bei Amazon steht. Aber naja, gut, okay. Lithium-Ionen-Akku hatte ich ja schon erzählt. Und ich, wie gesagt, ich teste das jetzt, mache jetzt noch mal ein, zwei Videos darüber, wie gut das ist. Und ja, ich bin schon gespannt. Ne, 3,5 Kilo. Was wir noch gar nicht gemacht haben, den Gurt angehangen. Den Gurt hier. So, einfach einhaken. In die Lasche. So. Und so, und dann kann man das wie so eine Tragetasche mit sich rumschleppen. Tada! Okay, das soll es jetzt hier aber mit dem Video gewesen sein. Fandet ihr das Video informativ? Dann würde ich mich über Daumen nach oben freuen. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ansonsten findet ihr dieses Gerät hier unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal gucken. Wie gesagt, es gibt so einige solcher portablen Stationen auf Amazon. Und natürlich auch mit viel mehr Leistung, aber je höher die Leistung ist, also es gibt auch Geräte mit bis zu 1000 Wattstunden, aber die sind schweineteuer. Der hier auch, der hat so 350 Euro gekostet für 300 Watt. Naja, wem es nicht reicht, der müsste natürlich zu einer größeren gehen. So, aber jetzt wirklich, das soll es gewesen sein. Und ich sage jetzt erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann. Ciao.